Schon sind wir beim nächsten Teil unserer Serie. Wir haben beim letzten Mal uns um die Beschleunigung des Flugzeugs gekümmert. Dazu haben wir jetzt in der Plane Basic Control ein Apply Throttle Force implementiert und dann entsprechend auch die Positionierung. Und dann haben wir festgestellt, dass das Flugzeug ja, so eher ein Verhalten eines Raumschiffs hat und nicht wie ein Flugzeug, das in der normalen Luft schwebt. Das heißt, was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen dem Flugzeug einen Windwiderstand verpassen. Dazu gehen wir jetzt erstmal in Plane Behavior und sagen Public Static Final Float wieder wie gehabt und Wind Resistance in X-Richtung. Und da hinterlegen wir den Wert, was nehmen wir denn? Nehmen wir mal 2. Durch den Prototypen haben wir schon ein bisschen Erfahrung gesammelt und können da auf diese Erfahrung jetzt zurückgreifen. So, X war 2, Y, das muss der höchste Wert sein. Und in die Z-Richtung, das ist ja die Flugzeugrichtung, muss der Wert am geringsten sein. So, dann gehen wir mal in die Basic Control und hier haben wir ja schon ein paar Werte geschaffen. Das heißt, ein Wert, Speed in Z, den setzen wir mal auf 0. Den haben wir damals gebraucht für die Kontrolle des Rollens, dass wenn das Flugzeug keine Geschwindigkeit in Z-Richtung hat, dass wir nicht rollen. Jetzt erweitern wir das Ganze mal. Und hier auch X, Y und Z. So, X-Direction, this will be the plane wing. Und Y-Direction, das, wie nennt man das? Hochachse, egal. Ihr wisst, was gemeint ist. So, als nächstes brauchen wir jetzt noch ein paar Hilfsvariablen und zwar ein paar Vektoren. Und zwar, wir brauchen jetzt für diese Berechnungen, die wir durchführen, die Vektorinformationen, wo zeigt gerade das Flugzeug hin, das wäre die Z-Richtung, wo zeigt die Hochachse hin, also die Y-Richtung, und wo zeigt die Tragfläche hin, das wäre die X-Richtung. Und dazu bauen wir uns jetzt ein paar Vektoren, private Vektor 3f, und das nennen wir dann Plane Axis X ist gleich New Vektor 3f. Solange ich nichts Besseres weiß, setze ich den jetzt mal auf 0. So, und das machen wir natürlich auch für Y und für Z. Das sollen jetzt Vektoren sein, die quasi ständig die richtige oder ständig nachgezogen werden, je nachdem, wie mein Flugzeug sich bewegt. Und damit wir das Ganze jetzt auch immer sauber nachziehen, machen wir Folgendes: Wir schreiben uns eine Methode, private, void und calculate helper values. Das sind im Prinzip einfach nur die Werte, die ich nicht ständig neu, wenn ich sie brauche, berechnen möchte, sondern einmal pro Zyklus zentral berechne und danach immer wieder drauf zugreife. So, jetzt schauen wir mal. Plane Axis X ist gleich Spatial und dann hole ich mir die Translation, nicht die Translation, die Rotation. Get local, wo ist er denn? Get local Rotation, da sind wir. Und damit ich jetzt rauskriege, wo die X-Achse hinzeigt, muss ich es multiplizieren mit der Plane Axis X. So,
Nicht mit der Plain X, sorry. Vektor 3f. Nicht Plain, sondern Unit. Das ist der Normvektor in X-Richtung. So, wer das etwas genauer noch verstehen will, soll sich dann das Tutorial von den JMonkey Engine Jungs anschauen zum Thema Quaternionen oder Quaternions, wie auch immer man das ausspricht. Da ist das Ganze nochmal erklärt, warum dieses Produkt mit dieser Rotation entsprechend den richtigen Wert ergibt. So, das ziehen wir jetzt für alle drei Raumachsen durch. So, und jetzt können wir Folgendes gleich tun. Das ist genau das gleiche wie das, was wir oben haben. Das heißt, wenn ich mich darum kümmere, dass diese Z-Achse immer sauber berechnet ist, muss ich hier diese Berechnung nicht nochmal durchführen. Das kann ich mir an der Stelle sparen. Dann Speed in X. Das ist gleich this plane X is X. Und jetzt Dot und this plane speed direction. So, das ist jetzt die Berechnung der Geschwindigkeit. Das ist eine Vektoroperation. Auch hier gilt, in die Tutorials mal reinschauen, dann findet ihr raus, warum das so ist. So, das machen wir für x, y, z jetzt auch nochmal. Z. So, jetzt habe ich diese Werte berechnet und die muss ich jetzt zyklisch natürlich berechnen. Und das machen wir jetzt in der Control-Update-Methode. So. So. Und zwar ganz am Anfang machen wir das. Damit die vom letzten Zyklus sauber gesetzt werden. Gut. Jetzt machen wir Folgendes. Also wir haben jetzt unsere Hilfswerte und jetzt als nächstes müssen wir wo haben wir hier? Apply Throttle Force. Das ist eigentlich die Methode, die uns die dafür sorgt, dass wir diese Throttle Force sauber anwenden. Und die benenne ich jetzt einfach um. Weil da packe ich jetzt noch ein paar andere Sachen rein. Wo haben wir es? Egal. So, und könnte ich noch Refactoring machen. Egal. Forces nehmen wir das Ding jetzt, ne? Wo sind wir? Apply Forces. So, in dieser Methode werden wir jetzt sämtliche Kräfte einwirken lassen auf unser Flugzeug. Also wir fangen mal mit Apply Wind Resistance an. So, also was wir bis jetzt haben, ist die Kraft der Maschine. Apply Forces, Throttle. Das machen wir in Z-Direction. Und die Wind Resistance, die muss ich jetzt für alle drei Raumrichtungen getrennt berechnen. Fangen wir mal an. Und zwar this plane speed direction at local. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir holen uns die plane axis, ja, die nehmen wir gleich, x. Und das heißt, in die x-Richtung schaue ich jetzt. Diesen Vektor möchte ich gerne addieren, der hat momentan die Länge 1. Den müssen wir jetzt anpassen. Multiplizieren mit Plane Behavior, Wind Resistant in X-Richtung von this Plane Behavior, da ist er. Dann die Windgeschwindigkeit passt sich ja an die Geschwindigkeit an, also this Speed in X, eigentlich im Quadrat. Wollen wir es machen?
Nee, lass uns mal. Das können wir immer noch ergänzen. Machen wir mal linear, auch wenn es nicht physikalisch ist. Mal TPF. So. Schauen wir mal. Add local. So. Das ist jetzt Plane Speed Direction für X. Und das brauchen wir jetzt für die anderen auch. Y. Y. Und Speed auch in Y. Und Z machen wir das genauso. So. Gut, das heißt, wir haben jetzt in allen drei Raumrichtungen auf den auf die Richtung der entsprechenden Raumachsen unsere Windkraft gesetzt. Ich sehe gerade, das ist aber nicht Add, sondern Subtract. Warum? Weil natürlich die Windkraft entgegen meiner Geschwindigkeit wirkt. So, jetzt müsst ihr hinhauen. Wenn ich jetzt nichts falsch gemacht habe, dann müsste es eigentlich schon funktionieren. Wir probieren es mal. Starten die Kiste mal. So, guck mal, wo er ist. Hier ist er. Gehen wir ein bisschen rüber, ein bisschen hoch. So. Jetzt gehe ich einfach auf P und gehe sofort. Ein bisschen Geschwindigkeit braucht er ins Gieren rein. Und wie wir sehen, fliegt er jetzt eine saubere Kurve. Ein bisschen driftet er nach außen ab. Das ist auch durchaus gewollt. Das geht mit Geschwindigkeit ein bisschen runter. Ups, wo ist er? Da. Bleibst du hier? Da ist er. Ja, jetzt fliegt er munter seine Kurven. Andere Richtung geht auch. Also. Wir haben das Verhalten des Fliegers jetzt einigermaßen in den Griff gekriegt. So, was wir jetzt noch brauchen, um einen vernünftigen Flieger zu simulieren, wir brauchen die Schwerkraft. Die Schwerkraft ist jetzt eine Kraft, die ich jetzt in die Main-Klasse mal reinpacken würde, respektive die Konstante. Public Static Final. Static Final, was nehmen wir? Float. Gravity Value ist gleich, was nehmen wir? 9,71. So, das ist die Gravity Value. Jetzt gehen wir in den Basic Control rein und schauen jetzt, dass wir die Schwerkraft simulieren. Was wir hier machen ist, wir sagen, this plane speed direction Punkt Y. So, damit haben wir jetzt im Prinzip genau den Y, die Y-Komponente meiner Geschwindigkeit. Und genau das ist das, was wir auch haben wollen. Diesen Wert reduzieren wir um Main Gravity Value mal TPF. Das heißt, wir verringern jetzt diesen Wert um unser Gravity Value entsprechend mal TPF. Das müsste jetzt, müssen wir, damit wir das sauber sehen, gehen wir hier mal in den Pilotensitz und lassen das Ding mal laufen. Und aha, wir fallen. Jetzt gebe ich mal Gas und ziehe die Kiste ein bisschen nach oben. Und jetzt kann ich sozusagen mit einer Drehung oder einem Nicken nach oben das Ding vom Crash, den wir zwar noch nicht programmiert haben, aber potenziellen Crash bewahren. Was ich aber gesehen habe, ist, wir müssen diese Wind Resistance ein bisschen kleiner machen. Was nehmen wir denn hier? X. X-Resistance, das ist, müsste ja mit 1,5 f
Y, ja, haben wir 1 und 1,5, das ein bisschen schneller fällt. Ja, das dürfte okay sein. Wenn es zu schnell geht, kann er hier an den Werten rumschrauben. Gut, was wir jetzt noch brauchen, wir brauchen den Auftrieb. Und zwar, das nennen wir Upswing. Und zwar in R. Wir werden in einem späteren Zeitpunkt nochmal den sogenannten Ground-Effekt implementieren. Das heißt, wenn ein Flugzeug knapp über dem Boden fliegt, dann gibt es etwas mehr Auftrieb, aerodynamisches Phänomen etc. kann man nachlesen. Das werden wir aber später noch implementieren. Jetzt, für jetzt, mache ich einfach einen Upswing R von 0,6, basierend auf den Erfahrungen vom Prototypen. Und wie gesagt, das werden wir dann später nochmal etwas detaillierter machen. So, was machen wir jetzt? Wir sagen, this plane speed direction at local. Und jetzt machen wir im Prinzip das gleiche wie hier auch. Wir wollen jetzt in Y direction, Y, das ist ein Vektor, Länge 1, den müssen wir jetzt anpassen, multiplizieren. Und zwar mit dem Wert, den wir gerade festgelegt haben, also Plane Behavior Upswing R von this Plane Behavior. So. Das Ganze. Na. Multiplizieren wir noch mit TPF und natürlich mit Speed in Z. Je schneller ich fliege, umso mehr Auftrieb bekomme ich. So, das schauen wir uns auch nochmal an. Na, mag er nicht. Jetzt. So, ich kippe jetzt das Flugzeug nicht, also ich nicke nicht und ich gehe einfach nur auf P und sieh da, er hebt tatsächlich ab. So, schauen wir uns das nochmal von außen an. So, da müssen wir jetzt noch was machen. Wir setzen mal den Flieger über die Kamera. Sonst tun wir uns da ein bisschen hart, das nachzuvollziehen. So, also, wir machen P und wie wir sehen, hebt er jetzt nach oben ab. Das heißt tatsächlich, die Geschwindigkeit in Z-Richtung wird dazu führen, dass er nach oben geht. Jetzt folgen wir dem mal ein bisschen. Ich bin jetzt mit dem Throttle auf 0 gegangen und ziehen jetzt mal hoch. Und jetzt sehen wir jetzt, sackt er einfach wegen der Schwerkraft ab. Was wir später noch implementieren können, ist, dass er dann anfängt, einen Stall zu kriegen, sprich, er kippt dann noch zur Seite und nach unten weg. Das können wir dann alles noch machen. Aber grundsätzlich haben wir jetzt, setzen wir uns nochmal einen Fliegersitz rein, ein Flugzeug geschaffen. So. Das beschleunigt, das gieren kann und das sich auch in die Kurve legen kann. Und somit schon das Verhalten eines Flugzeugs simuliert. So, als nächstes werden wir uns jetzt noch ein paar Hilfsmethoden einbauen, mit denen wir so ein paar Informationen ins sogenannte HUD, Head-Up-Display, einblenden können, wie beispielsweise Höhe über Ground. Das ist eine wichtige Information, die werden wir brauchen für so manche
für manche Berechnungen, die wir machen wollen. Und was dann irgendwann nochmal kommt, ist das Thema Crash. Da müssen wir diesen Bullet App State dann einbauen. Schatten braucht man noch und so weiter. Also wir haben noch genug zu tun. Und bis dahin könnt ihr mal versuchen, den Flieger eben auch zum Fliegen zu bringen. Ja, viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.